So. Grüß Gott. Hallo. Ui, Gott. Wer liegt denn hier? Sie haben sich ja polizeiliche Verstärkung heute mitgebracht. Das ist ja wirklich sehr spannend. Wirklich per Zufall. Ja? Also wir haben eine alte Maschinenhalle von einer verstorbenen Nachbarin gekauft und haben die jetzt so ausgeräumt und ganz am Ende versteckt war so ein Koffer mit Spielzeug drinnen. Und wenn ich ehrlich bin, bei mir wäre es schon weg. Dann hat allerdings mein Mann gesagt, stopp, das machen wir nicht. Das räumen wir erstmal auf. Und meinem Vater habe ich mitgebracht, der hat dann eben auch noch gelesen, dass hier in Ansbach Kunst und Krempel ist. Und dann haben wir gesagt, nein, das ist eine Fügung. Wir schicken da einfach mal Bilder hin und schauen mal, was rauskommt. Und schauen mal, was er jetzt macht. Genau. Ja. Nee, das ist ein freundlicher Schubs, wenn man ins Gesicht schaut. Oh. Genau. Und wir sehen, was er signalisieren soll, wenn wir die Schachtel uns anschauen. Stopp, sagt er ganz klar. Und Stopp ist wunderbar, weil es international verstanden werden kann. Es steht Made in Germany da drauf. Ja. Das war sicherlich ein Produkt, weniger vielleicht sogar für den deutschen Markt, eher Richtung England, USA, also ein Exportartikel. Und dafür spricht auch, wenn man den Originalkarton sich anschaut von der Seite, hier haben wir eine ganz nette Comic-Gestaltung, die auch für den deutschen Markt eigentlich ganz untypisch wäre. Nicht, wie man da sieht, diese fahrende Gesellschaft, all diese Menschen auf der Straße, wie sie sich bewegen. Und dann am Ende der Polizist, der Schutzmann, der Stopp ruft. Und hier das wunderbar mit seiner Armbewegung signalisiert. Ja, also die Gestaltung des Kartons verrät sehr viel. Und wenn man den jetzt mal dreht, haben wir sogar noch ein bisschen mehr, was wir lesen können. Ich habe gerade entdeckt, hier steht Gama. Ja. Haben Sie da schon mal geguckt, was das bedeuten könnte? Nee. Das ist nämlich die Aufschlüsselung der Marke. Ah, okay. Und zwar ist es Georg Adam Mangold. Das ist eine Fabrikmarke. Und diese frühe Schriftmarke, die ist also so um 1925. Die späteren waren dann mehr grafisch gelöst und ja eigentlich viel strenger in der Gestaltung. Und Mangold ist ein ganz interessanter Blechhersteller. Das war ein Jahrhundertunternehmen, in Fürth ansässig, 1883 gegründet und haben bis in die 80er, 90er Jahre gearbeitet. Und also der Gründer Georg Adam war eine prägende Figur, Blechspielzeug, vor allem tierische Gestaltung. Berühmt sind zum Beispiel Dackel mit Spiralschwänzen oder Schaukelbernhardiner mit kleinen Jungen obendrauf. Also gab es Bestseller von Mangold, gerade auch in den 20er Jahren. Dann ist man auf die Panzerproduktion umgeschwenkt im Miniaturformat, durfte aber nach dem Zweiten Weltkrieg gleich wieder mit der Produktion starten. Und gerade in den 50er, 60er Jahren, das chromolithografierte Blechspielzeug von Mangold war außerordentlich erfolgreich. Man hat dann später, als die Blechspielzeugindustrie immer mehr unter Druck kam, unter anderem Trix und Schuko übernommen. Und Hans Mangold, der Sohn, war eben auch eine ganz wichtige Gestalt für Nürnberg insgesamt. Er hat die Spielwarenmesse mitbegründet, die ja heute, ich sag mal, internationales Aushängeschild ist, immer noch die Weltmesse für diesen Fachbereich. Also insofern völlig einschlägig, wirklich eine bedeutende Nürnberger Fürther Firma, nicht hier aus der fränkischen Region. Es ist toll, dass der Karton noch erhalten ist. Das ist selten der Fall. Leider ist der Fuß verloren gegangen. Also der ist auch nirgendwo mehr zu finden gewesen. Das ist schade. Denn das ist eine extrem seltene Figur. Es war eigentlich ein sehr, sehr billig hergestelltes Spielzeug. Ne? Das sind einfach zwei Hohlformen, die hier vernietet wurden. Man sieht hier diese Nieten, wo das zusammengefügt wurde. Von der Herstellung nicht sehr aufwendig, aber wirklich sehr, sehr selten. Und deshalb, selbst in diesem Zustand, um die 350 Euro, könnten Sie rechnen. Wenn der perfekt wäre, wäre es mehr als das Doppelte. Aber toll, dass Sie das aufgehoben haben. Und ja, jetzt lohnt sich's über Mangold noch mehr zu erfahren. Ich kenne kein weiteres Exemplar, was überlebt hat von diesem Schutzmann. Daran merken Sie, 1925 ist er patentiert worden, mit einem Reichsgebrauchsmuster auf den Markt gebracht worden. Hat toll. Mein Mann recht gehabt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Lassen Sie sich beschützen. Dankeschön.